Hallo und herzlich willkommen, ich Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße recht herzlich zur weiteren Runde NHL 22 und zum Start der Season 21 auf 22. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit. Und an die Südtiroler, die was schauen und ich weiß nicht, ob mein Booster da drinnen so viel Italienisch sprechen will, weil ich weiß, dass man es im Brixenhaus nicht tut, aber trotzdem. Ciao, amici sportivi. Ich hoffe, ich konnte es nur richtig aussprechen aus meiner Zeit als Fernfahrer aus Italien, aber ich wollte dich auch einen italienischen Gruß auch schicken. Wir spielen diese Saison mit dem HC Pustertal, mit den Wölfen. Ich hoffe, dass das Ö ist und dass gerade am Computer eben das mit O geschrieben worden ist. Ansonsten bitte einen in die Kommentare, bitte korrigiert's mich. Ich habe mich für die Pustertal entschieden, neue Mannschaft in der Saison. Ich wollte ursprünglich mit einer anderen Mannschaft spielen, aber ich überlegt, nimmst komplett eine neue Mannschaft, vor allem HP Wolf und Pustertal Wölfe. Das passt doch richtig gut, haben wir immer gedacht. Aber wir quatschen nicht lange miteinander. Wir starten gleich gegen den VSV. Zu Hause los. Wir haben Verteidigung auf unserer Seite. Die Villacher haben Angriff und Tore auf ihrer Seite. Mal schauen wir mal, wie es uns hier ergehen wird im ersten Spiel der regulären Season. Als Kader habe ich mir mal rausgeschrieben. Ich hoffe, dass es da durch mit dem Aussprechen. Das sind also ein bisschen meine Schwierigkeiten, dass ich dann nicht mehr weiß, wer. Na, aber ich werde immer hin, hoffentlich die Nummern nur da sagen. So, wir spielen in der Arena Bruneck. Wir spielen in der Drittellänge 3 Minuten, Halbprofi. Verliert aber das Heimbulli. Wir verlieren das Heimbulli. Nummer 19. Wartet. So. Caruso. Jetzt haben wir zwei. Ah. So. Super gemacht von uns und Goli. Ich habe nicht drauf geschaut, welche Nummer das im Tor steht. Die Nummer 33. Der Stoll. Ah, wohl super gemacht, super gemacht. Mal ganz ehrlich sein, ich wollte ursprünglich mit die Dornbirner Bulldog spielen. Bin ich ganz ehrlich. Mein Lieblingssportsfreund, ich wollte nur mit den Bulldogs spielen, aber dann habe ich eben die Pustertal gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, also nur geiler geht's auch nicht. HP Wolf und die Pustertal Wölfe. Schon allein deswegen habe ich mit den Pustertal spielen müssen. Und natürlich, weil es Südtiroler sind. Und Tirol und Südtirol, das gehört zusammen. Das gehört zusammen wie die Faust aufs Auge. So, jetzt müssen wir schauen, was wir die Unterzahl überstehen.
dass wir die Unterzahl überstehen. Jawohl, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir verlieren aber trotzdem ein VSV. Es sind viele neue Mannschaften, es sind viel, wirklich viele neue Mannschaften dazu gekommen. Aber trotzdem, wenn es die Fenster als Elite gibt, nächstes Jahr werde ich trotzdem nur mit NHL 21 spielen. Einfach nicht die Zeit habe, alles neu zu machen. Jawohl, da ist von unserer Nummer 88 das Tor und Trafasa. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich hoffe es. Auf den Stadionsprecher will hören. Dann müssen wir das Audio umstellen. Und das Audio umstellen in der dritten Pause. Der Stadionsprecher ist gut gemacht, weil er sich ein bisschen realistischer anlässt. Nicht mehr so klar, man muss genau hinlösen. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Mir gefällt es auch gut, dass, mit dem, dass oben immer nachher die Nummer geht, wenn du das Tor machst. Also das haben sie echt gut gelöst. Also brutal. 3:23, meine lieben Sportsfreunde. Für die, die was dieses jetzt bei mir neu sind, ich nehme eigentlich immer mit, wenn ich irgendwas an den Einstellungen ändern werde. Liebe Busterteuer, ich kann es davon ausgehen, dass ich hier virtuell Meister werde. Weil ich im Prinzip immer so spiele, dass diese Mannschaft mit der, was ich gerade spiele, Meister werde. Berger, 2 Minuten Strafe. Ärgert sich ein bisschen. Seid ein bisschen nachsichtig mit mir, liebe Pusterteuer, wenn ich die Namen noch nicht so drauf habe. Aber dafür dann die Siegerinfo. Das ist, glaube ich, das, was wichtiger ist. Ah, ein Ausgleich! Ah, der VSV ist immer gefährlich. Er ist immer gefährlich. Ich werde es auch wieder so machen. Ich werde jetzt schauen, dass ich fast jeden Tag ein Video zusammenkriege.
bis wir dann wieder auf zeitlicher Linie sind, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt lasst mich gerade da schnell den. Das Nani B Einstellung. Schnelle Einstellung, Controller, wo haben wir es denn? Kalibrieren. Da Audio-Einstellung. Audio. Okay, jemand denkt, die hätte ich schon. Kamera. Aber die sagen, starten wir wieder los. Was haben wir jetzt? Was haben wir denn? 4 Checks. So, Zeit auf geht's, braucht nicht. Ah. Warte mal. Dieser Anfang ist eine Einstellung. Gameplay. Tue ich normalerweise ungern. Und ich muss aber überlegen. Ich muss aber viel überlegen, wo ich da noch wieder diese bisschen auf einfach tue. So, jetzt halt auf geht's. Wir brauchen den Ausgleich, liebe Booster da.
wieder vorbei. Hanna. Hanna. Auch nicht. Da merke ich immer leicht. Liebe Puster, da schreibst du mir meine enkel Lieblingsspieler in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und natürlich Tipps zur Einstellung, wenn es für mich habt. Ah, was tue ich denn? Was tue ich denn gerade? Da ist der Ausgleich von unserer Nummer 19. Also geil macht dieser Stadionsprecher schon. Ein bisschen schwer versteht du ihn, aber. Er lust sich einfach ein bisschen realistischer. So. Schon Berger, oder? Macht das 3:0. Jetzt gerade noch aufpassen, nichts riskieren.
Heimtor leer, Heimtor leer. Wenn ihm Schuss, Freunde. Oh, Zusatz, Mann. Für den VSV. Ein Zusatzmann für den VSV. Das muss ein extra teuer für die Wölfe werden. Da ist das extra Tor von unserer Nummer 19. Zweites Tor am heutigen Abend. Meine lieben Sportsfreunde. Ikonen, spricht man das richtig so aus? Jawohl, und wir gewinnen das erste Spiel der Season, meine lieben Sportsfreunde. Mit 4:2 in der regulären Zeit, ohne Penaltyschießen, ohne Overtime. Der Berger mit Ohren, Tor, ist er Star Nummer 3. Haben wir da 3 Assist? Und wir haben 3 Stars. Ich glaube, wer jetzt nicht aufpasst, ich wär's so eigentlich nicht mehr schwer. Gibt's ja nicht. Ja. Ich glaube, 3 Stars haben wir. Mit 3 Toren, 3 Assists. Ah, das müssen sich gewinnen, die was neu bei mir sind. Ich bin manchmal ein bisschen. So, 16. September war der Start gewesen. Gut, da ist der Release nicht da gewesen. Da hätten wir auch das Projekt gar nicht machen können. Wir skippen uns nach vorne. Nächstes Spiel ist auch wieder ein Heimspiel. Gegen einen Rekordmeister, gegen einen KAC. Dann Kimp Salzburg. Dann schauen wir uns mal die Tabelle an. Und die Tabelle sagt uns, dass wir auf dem 4. Platz sind. Innsbruck ist mit 3 Punkten, 1 Sieg, 0 Niederlagen sind es momentan, weil sie das gleich bessere Torverhältnis haben, den ersten. Dann kommt der KAC aus Klagenfurt. Dann kommt der HKSZ. Ljubljana. Slowenisch gehen wir davor aus. Dann kommen wir die Wölfe aus dem Bustertal. Das ist ja das, man kriegt das alles nicht mit. Weil sonst war ich schon längst einmal ins Bustertal gefahren. Weil sobald das eine Mannschaft Wölfe heißt, na, ist das logisch, dass der HP da dass der HP zu der Mannschaft wird. Ganz logisch. Und Südtiroler sind es auch noch. Also 3 Südtiroler Mannschaften haben wir jetzt in der Eishockey-Liga. Also das ist absoluter Wahnsinn für mich. Dann
kommen die Bratislava Capitals in der zweiten Season, sind sie auf dem Platz 5 nach dem ersten Spiel. Dann kommen meine Freunde aus Bozen, die Südtiroler Füchse. Dann meine Freunde aus Vorarlberg, die Dornbirner. Dann auf dem 8. Platz Wien. Dann die Black Wings aus Linz. Dann der AV 19 auf der 10. Salzburg auf der 11. Der VSV auf der 12. Zu Jomo auf der 13 wieder zurück. Dann die Grazer auf der 14. Hervorragend. Das wäre jetzt das erste gewesen. Also, da haben wir ja gerade eine Liga. Das ist ja nicht so wie in Amerika, dass man Division haben. Na, passt. Na, passt. Dies war's gewesen, meine lieben Sportsfreunde, für die erste Folge. Ich hoffe, für den ersten Spieltag, so muss ich sagen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Wölfen aus dem Bustertal weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.